herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Und heute geht's eigentlich nur darum, in Anführungsstrichen nur, dass wir düngen. Also wir müssen alle drei Felder heute düngen. Den MF sollte ich gerade mal vom Feld stellen. Irgendwo müsste auch noch das Gewicht rumliegen. Ich weiß gar nicht wo. Ich weiß nicht, wo der das abgelegt hat, aber ich glaube da vorne irgendwo. Franz hat es nämlich irgendwo hingelegt. Frage ist nur wo. Hat er das mit zum Sägewerk genommen und nicht mehr zurückgebracht? Auch möglich. Ja. Ich sehe es ja nirgends. Naja, keine Ahnung. Wir müssen uns auf jeden Fall ums Düngen kümmern. Wir haben dieses Feld, wir haben das Feld nebenan und wir haben da drüben das Feld. Das sind die zwei Pachtfelder. Da können wir ja noch zweimal abernten. Ja. Düngen werden wir heute auf jeden Fall hinkriegen. Vielleicht kriegen wir sogar hin, dass wir heute noch ein Feld ernten, säen. Und ich spekuliere eigentlich auf Mohn. Müssen wir aber mal gucken. Ob wir das, ob wir alle auf Mohn anpflanzen. Oder was wir da tun. Vielleicht auch Dinkel. Mohn-Dinkel rocken vielleicht. Das wäre auch eine Idee. Aber ich hätte erstmal noch mal eine finanzielle Frage. Hallo? Jo, ich bin's, Volker. Moin. Du, weißt du noch, was ich für die zwei Felder, die ich gerade in Pacht habe, für die Pacht bezahlt habe? Was das war? Moment. Moment. Ja, ich weiß es nämlich absolut nicht mehr. Aber ich meine, es war um die 50.000 oder so. Okay. Ich bin am überlegen. Ich meine, ich habe ja jetzt noch eine Ernte. Aber bin am überlegen, ob ich das danach direkt nochmal pachte, weil das ist, von der Lage her sind die zwei ideal. Mhm. Okay.
Gut, weiß ich erstmal Bescheid. Danke dir. Jo. Tschö. Tschö. Okay, 45.000. Das kriegen wir mit der Ernte locker rein. 100.000 haben wir ja von den zwei jetzt runtergekriegt an Gerste. Je nachdem, was wir für welchen Preis wir die Ernte verkaufen können. Machen wir auf jeden Fall 100.000 Gewinn. Klar, fließt natürlich auch Dünger- und Saatgutkosten rein und was weiß ich was. Aber ich denke, es ist trotz allem ganz gut. Ich glaube, Düngen mehr werden wir heute nicht mehr hinkriegen. Die anderen Felder sind ja eher noch ein bisschen größer wie das hier. Gerade gucken, ob ich hier überhaupt dünge, oder? Okay. Aber warte mal, wenn die Ballen alle... Okay, ich habe ja nicht alle Ballen verkauft. Aber wenn die Ballen 5.000 gebracht haben, ich glaube 4.500 oder so hat es Ballenpressen gekostet, dann bin ich fast am Überlegen... Und wir hatten den wirklich einen schlechten Strohpreis. Bin ich fast am Überlegen, ob ich mir da das nächste Mal nicht auch doch ballen. Dann würde ich Dinkel anpflanzen und rocken. Weil dann kriege ich dafür auch noch ein bisschen Geld. Also das wäre eine Idee. Dinkel und Roggen anpflanzen. Das Stroh nutzen. Roggen hat ja sowieso ein bisschen. Folge war Una, hallo? Hallo? Jo. Ja, dein Teleskoplader ist fertig. Jo, was kostet? 700. Ja. Schicke ich dir gleich rüber. Kannst du mir den ins Sägewerk stellen? Ja, kann ich machen. Und auf dem Rückweg zu dir dann zwischen 106 und 109 den Masai mitnehmen. Der müsste wieder zur Kartonproduktion. So, ja. Der wäre optimal. Kann ich machen. Perfekt.
Gut. Gut, dann überweise ich dir gleich. Und der Masai, da liegt vorne an der Straße, liegt noch ein Gewicht. Das müsste an den auch wieder dran. Okay, jo. Gut, danke dir. Jo. Tschö. Dann überweise ich dem gleich mal. So. Man will sich ja nichts nachsagen lassen, ja. Aber hier ist irgendwie wirklich schlecht im Sehen. So. Also ich bin vielleicht sogar am Überlegen. Ja, vorbei, nee. Wenn wir alles das jetzt vom LU dann ansehen lassen, dann habe ich zu hohe Kosten. Also das kann ich halt nicht alles machen lassen. Ich fand das Ballenpressen, das war jetzt ganz geschickt, weil wir mussten keine Ballenpresse kaufen oder mieten. Das wäre uns teurer gekommen, denke ich. Aber wenn ich sie jetzt auch noch ansehen lasse, ich glaube, dann explodieren die Kosten ein bisschen. Von dem her machen wir es, glaube ich, gerade ganz richtig. Ich bin mal am Überlegen, ob ich hier auf den Trecker GPS nachrüsten lassen soll. Das wäre vielleicht ganz interessant. Wenn ihr dazu Ideen habt, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Vielleicht nehmen wir Sachen mit rein. Wenn ihr Bock habt, hier mitzuspielen, dann schreibt es auch mal in die Kommentare oder meldet euch auf Discord am besten direkt bei Malonation LP. Oder Malonation heißt er dann nur noch. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Einfach mal melden, anschreiben. Wir suchen im Moment händeringend aktive Leute. Wir sind jetzt in der Aufnahmesession und sind lediglich zu dritt auf dem Server. Das ist sehr, sehr traurig. Und da bin ich auch aktuell etwas enttäuscht, dass die Aktivität so ist. Und deshalb suchen wir natürlich immer weiterhin aktive Leute, die da mitspielen wollen. Einfach mal melden und gucken, was passiert. So, mehr oder weniger. So, bin ich eigentlich in Vorgewende gefahren? Ja, gell? Schon wieder vergessen. Hier sind wir dann gleich durch. Ich erkenne nicht, wo ich schon gedüngt habe und wo nicht. Ich glaube, da war ich schon. Komm, wir spiegeln mal. Ah jo. Gar nicht mal so schlecht. Haben wir überhaupt noch Dünger drin? Ja, passt auch. Dann noch einmal runter und dann das andere Feld noch und dann sind wir durch. Ne, warte mal, komm, wir stellen den hier mal ab. Da hole ich doch glatt mal
Wollte ich mal den Düngestreuer, den Ding, den, das, den Gewicht, den Marcel Ferguson und hänge ihm das Gewicht dran. Und dann muss Jürgen da nicht zwischen den Feldern rumgeigen. Und das andere Feld, das düngen wir einfach nächste Woche. Oder morgen dann. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oh, den müssten wir eigentlich mal waschen, ey. Aber er schnurrt halt wie ein Kätzchen, ne? Der Marseille. Nur ein bisschen langsam ist er. Also wenn es da ein Chip-Tuning geben würde, dann würde ich nur einen Chip einbauen. Dann würde ich aufs Dactopulling gehen. Breitreifen drauf, breite Schluppen und dann ab die Post. So, aber in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.